Ich hatte 3 große OPs an der Wirbelsäule, habe 12 versteifte Wirbel und leide unter chronischen Schmerzen. Ich bin Anni Bach und das ist meine Geschichte. Ich habe Morbus Scheuermann und das ist eine krankhafte Krümmung der Wirbelsäule. Die meisten Einschränkungen habe ich, wenn ich sitze oder wenn ich stehe. Also alles Statische, wo ich in die gleiche Richtung blicke oder wo mein Rücken immer in der gleichen Position ist, die bereiten mir nach kurzer Zeit schon große Schmerzen. In meinem Alltag verzichte ich von den kleinen Dingen an, dass ich sage, ich kann mit meinem Mann lange am Mittagstisch sitzen. Das ist so das, was mir als erstes einfällt. Ich esse dann innerhalb von 10, 15 Minuten und mein Mann, der ist dann noch gar nicht fertig mit dem Essen und ich muss dann aber schon aufstehen und mich aufs Sofa legen oder in der Wohnung herumlaufen, weil mir einfach der Rücken wehtut. Ich habe einen Beruf im Büro. Ich habe immer die gleiche Blickrichtung auf dem PC-Monitor. Ich habe den Stuhl, auf dem ich sitzen muss. Und trotz Stehschreibtisch ändert es ja nichts an der Haltung, die mein Kopf hat, die meine Halswirbelsäule hat. Und deswegen bin ich auch seitdem berufsunfähig. Die Krankheit hat auch große Auswirkungen auf meine Freizeitgestaltung. Ich habe früher extrem viel Kraftsport gemacht. Ich war da auch recht ambitioniert. Und dadurch, dass ich jetzt meine Wirbelsäule einfach nicht mehr so schwer belasten kann, hat sich der Kraftsport auch komplett für mich verändert. Ich habe eine Grenze an Gewicht, mit dem ich meinen Körper belasten darf. Und da ich an sich eine sehr ehrgeizige Persönlichkeit bin, hat mich das schon hart getroffen, weil ich einfach den Sport nicht mehr so ausüben konnte wie zuvor. Auch in meiner Beziehung merke ich die Auswirkungen meiner Krankheit. Mein Mann muss zum Beispiel viele Tätigkeiten im Haushalt übernehmen, die ich nicht machen kann. Und natürlich emotional ist es auch schwierig. Mein Mann sieht ja, wenn es mir schlecht geht, wenn ich traurig bin, weil ich manche Sachen absagen muss oder nicht wahrnehmen kann, manche Einladungen oder Veranstaltungen oder ja, so Sachen wie Urlaub gar nicht in Frage kommen. Das sind natürlich für meinen Mann auch Einschnitte, die er da macht. Und ich denke, dass das mit Schwerste ist für ihn, dass er mir dann auch nicht helfen kann, wenn ich Schmerzen habe. Meine Krankheit wirkt sich auf meine sozialen Kontakte insofern aus, dass ich zum Beispiel einen Freundeskreis habe, der eine Stunde weg wohnt von mir. Und wenn wir uns dann treffen wollen, ist es sehr schwierig für mich, dass ich die Stunde Autofahrt auf mich nehme und wird dann essen gehen, wo ich noch mal lange sitze. Und dann muss ich ja auch noch die Stunde zurückfahren. Und es ist meistens so belastend für meinen Rücken, dass ich die Freunde oft bitten muss, dass sie zu mir kommen oder dass wir eben nicht lange gemütlich beim Essen sitzen können, sondern spazieren gehen. Mein Umfeld, die kennen das und ich bin auch sehr dankbar für mein Umfeld, dass sie da immer so nachsichtig drauf reagieren. Aber allein der Fakt, dass ich es oft immer ansprechen muss, weil man es mir eben nicht ansieht, ist für mich schon immer eine große Herausforderung, weil ich natürlich nicht immer die Prinzessin auf der Erbse sein will. Und ich möchte auch nicht immer die Extrawurst haben. Das erste Mal festgestellt, dass ich Rückenschmerzen habe, habe ich in der Pubertät. Ich war damals sehr übergewichtig und hatte aber beim Sitzen in der Schule schon immer Schmerzen. Und ich wurde auch immer darauf hingewiesen, dass ich mich gerade hinsetzen soll. Daraufhin bin ich dann zum Orthopäden gegangen. Und da war dann die Aussage, dass ich erstmal abnehmen muss. Daraufhin habe ich dann versucht abzunehmen, habe das dann auch im Alter von 19 Jahren geschafft. Und dann hat man erst gesehen, wie krumm mein Rücken eigentlich ist. Ich habe dann versucht mit Kraftsport und mit Physiotherapie, mit Bouldern, mit einem Geradehalter, den man sich im Internet bestellen kann. Da habe ich eben versucht, dass ich meine Wirbelsäule wieder aufrichte, dass ich meinen Rücken wieder gerade bekomme. Das hat aber leider alles nichts gebracht. Ich war mittlerweile, ich glaube, 24 Jahre alt, bin dann wieder zum Orthopäden und da wurde dann Morbus Scheuermann diagnostiziert. Mir wurde dann auch gesagt, dass man das wohl im Jugendalter, wenn man noch wächst, mit Übungen wieder begradigen kann in einem gewissen Rahmen. Aber da ich ja schon ausgewachsen war, stand dann nur noch die Option der OP im Raum.
Ich hatte dann das Vorstellungsgespräch damals in Dresden im Krankenhaus und der Arzt hat mir das ganz gut erklärt, was da gemacht wird, wie die Wirbelsäule aufgerichtet wird durch Schrauben. Und der Arzt hat mir natürlich gesagt, dass das ein großer Eingriff wird und dass die OP 8 bis 9 Stunden dauert. Aber ich glaube, jeder, der so eine OP noch nicht mitgemacht hat, der weiß nicht, was auf einen zukommt. Und es war ehrlich gesagt auch ganz gut, dass ich das vorher nicht wusste, was auf mich zukommt. Denn die Schmerzen nach der OP, ja, die wünsche ich eigentlich keinem. Nach der ersten OP, nachdem diese Krankenhausphase überstanden war und ich das schwere Schmerzmittel absetzen konnte, konnte ich dann auch wieder arbeiten. Nach einem halben Jahr, so hieß es, darf ich auch wieder mit dem Kraftsport anfangen. Das habe ich dann auch sehr ambitioniert gemacht. Und ich habe dann 2 Jahre lang immer wieder mal Rückenschmerzen gehabt. Das war aber auch in Ordnung für mich, das war auszuhalten. Aber ich habe mich in meinem Alltag nicht eingeschränkt gefühlt. Und im Sommer 2018 hatte ich dann gerade beim Krafttraining und nach dem Krafttraining sehr, sehr starke Rückenschmerzen. Zuerst habe ich es aufs Training geschoben, dass ich übertrainiert habe oder falsch trainiert habe. Nach dem Duschen habe ich aber dann im Spiegel festgestellt, dass an meiner Wirbelsäule die Eisenstangen, die da drin sind, herausstehen unter der Haut. Und da wurde mir dann schon anders. Da dachte ich mir, okay, die Schmerzen haben einen Grund und hier stimmt irgendwas nicht. Und da wurde dann auf den Röntgenbildern festgestellt, dass sich die Schrauben in den oberen Wirbeln gelockert haben bzw. an einem Wirbel fast durchgebrochen sind. Daraufhin hieß es dann, die komplette Versteifung muss rausgemacht werden und durch eine größere, ja, ausgetauscht, erneuert werden. Und der Wirbel, der durchgebrochen war, der wurde dann mit Knochenzement aufgefüllt. Und der Arzt hat die Versteifung zwar erneuert, aber nur bis zu dem Wirbel, der kaputt war. Und ab dem kaputten Wirbel hat er dann einfach die Versteifung rausgelassen. Und dann ist die Wirbelsäule natürlich wieder in ihre gekrümmte, krankhafte Form zurückgegangen. Ich hatte wahnsinnige Schmerzen, musste ein halbes Jahr lang auch Morphium nehmen, habe mir dann auch ganz viele Zweitmeinungen eingeholt, bis ich einen Arzt gefunden habe, dem ich vertrauen konnte und der gesagt hat, er macht das Ganze jetzt nochmal raus, zum dritten Mal eine Versteifung rein. Und die Versteifung wurde dann von anfangs 9 Wirbel auf 12 Wirbel erweitert, weil man den Wirbel, der durchgebrochen war, gar nicht mehr verwenden konnte für den Fixateur. Der Tiefpunkt meiner Krankheit, eigentlich gab es 2 Tiefpunkte. Der erste Tiefpunkt war, als ich bei der dritten OP eine Thoraxdrainage bekommen habe. Da ist ein Loch in der Lunge entstanden durch die OP und durch dieses Loch in der Lunge hat sich dann im Nachhinein Wasser gesammelt und ich habe eine Thoraxdrainage bekommen. Das heißt, man wird hier an der Seite aufgeschnitten und durch die Rippen wird ein Schlauch gelegt in die Lunge. Und dieser Schlauch pumpt die Flüssigkeit aus der Lunge ab. Und es war tatsächlich schmerzhafter als die Rücken-OP an sich. Und da hat dann auch das Morphium nicht mehr richtig geholfen. Ich konnte im Krankenhaus auch nicht schlafen, nicht essen. Und ja, da weiß ich noch, als ich zur Schwester gesagt habe, entweder ich kriege jetzt Schmerzmittel, dass ich schlafen kann, oder irgendjemand soll mich jetzt erschießen. Ja, und der zweite Tiefpunkt war ungefähr vor 1,5 Jahren. Ich habe nach der dritten OP 2 orthopädische Rehas gemacht und nach der zweiten Reha wurde ich dann als komplett berufsunfähig eingestuft. Und es war natürlich immer so im Hintergedanken, weil ich gemerkt habe, ich bin operiert, die Physiotherapie bringt nichts und ich kann trotzdem meinem Beruf nicht mehr nachgehen und ich wüsste aber auch keinen anderen Beruf, den ich alternativ machen kann, den ich von den Schmerzen her auch aushalte. Und dann mit 30 schwarz auf weiß zu sehen, dass man eigentlich nicht mehr arbeiten kann, ja, das war schon hart. Ich musste einfach mein Leben, das ich so jetzt gestaltet habe,
neu strukturieren. Und da habe ich mich dann gefragt, was definiert mich eigentlich noch? Also welchen Mehrwert und welchen Sinn habe ich für mein Umfeld und für die Gesellschaft? Da hat mir dann mein Umfeld, mein Mann und ja auch vor allem meine Familie sehr geholfen, einfach zu erkennen, dass mein Wert nicht bestimmt ist von meiner Arbeitskraft oder wie erfolgreich ich in meinen Hobbys bin. Und ja, ob ich jetzt jeden Spaß und jede Unternehmung mitmachen kann oder nicht, sondern dass ich um meiner selbst willen geliebt bin und angenommen bin. Ja, mittlerweile sehe ich die Zeit, die ich jetzt daheim verbringen darf, als Geschenk und nicht mehr als verschwendete Zeit, weil ich selbst bestimmen darf, womit ich meine Zeit fülle. Natürlich abhängig von den Schmerzen, aber dass ich einfach sagen kann, ich kann jetzt spontan zu meiner Oma fahren und die besuchen, das ist für mich wahnsinnig wertvoll. Die Aussichten für meinen Rücken sind, ja, wie soll ich sagen, ich würde jetzt mal durchwachsen nehmen als Wort. Ich bin orthopädisch austherapiert, die OPs wurden gemacht. Neurologisch bin ich noch nicht austherapiert. Da steht in Zukunft eine ambulante Schmerztherapie an. Vielleicht gehe ich auch nochmal auf Schmerzreha. Und da habe ich natürlich die Hoffnung, dass die Ärzte und ich was finden, was die Schmerzen noch mindert. Deshalb blicke ich schon positiv in die Zukunft. Ich bin mir aber auch bewusst, dass ich höchstwahrscheinlich nicht mehr Vollzeit arbeiten kann, was für mich aber auch okay ist, weil es einfach darum geht, dass ich ein glückliches Leben habe mit den Leuten, die mir wichtig sind und nicht, dass ich ein bestimmtes Jahreseinkommen habe oder ein Eigenheim. Ich bin dankbar dafür, dass ich nicht im Rollstuhl sitze. Ich bin dankbar für meinen Mann und für meine Familie. Ich bin sehr, sehr dankbar für meine Freunde. Ja, und ich bin dankbar, dass ich erkennen durfte, wovon mein Wert abhängt oder eben auch nicht abhängt. Und dass ich die Gewissheit habe, dass ich geliebt bin und dass ich richtig bin, so wie ich bin.